Moin, liebe Angler. Heute haben wir uns was anderes ausgedacht für euch. Wir sind immer noch in den schönen schwedischen Schärengarten. Wir haben in den letzten Tagen gut geangelt. Wir haben also ein paar Tage mit Ulf verbracht. Wir sind alleine losgegangen. Wir wollten natürlich auch, dass ein Schlauchboot von Savage Gear und ein Bailyboot von Savage Gear einsetzen. Da wir aber so viel gefischt haben, sind wir da gar nicht zu gekommen. Aber wir haben vor, euch diese Equipment hier zu zeigen, wie sie aufgebaut werden, wie man sie einsetzen kann. Das werden wir euch jetzt hier zeigen, vor Ort. Wir haben hier einmal das Schlauchboot hier aus der Verpackung genommen, das sogenannte Kano. Das sind die Einzelteile, die wir haben. Wir haben einmal hier das Boot mit jeweils zwei Kammern, den Boden mit einer Hexakammer, den Sitz, die Paddel, die Finne, die Sitzbretter und die Seitenstabilisatoren. Wir haben ein Blasebalg und wir haben einmal Ersatzteile, ein bisschen Flickzeug. Ich fange jetzt mal an. Ich werde den Blasebalg in Position bringen. Ich werde jetzt den Blasebalg an die Ventile anschließen. Klack, ist fest. Und schon geht die Reise los. Schwupps. Richtig gut ist es, wenn man zu zweit ist und hat einen zweiten Blasebalg dabei. Dann geht das natürlich etwas schneller. So, wir haben jetzt beide Hälften aufgepumpt. Wir werden jetzt den Verschluss abnehmen und das Ventil sichern. Klack. Zack. Jetzt werden wir den Boden da reinlegen und werden ihn ebenfalls aufpumpen. Hier werden wir ebenfalls noch wieder das Ventil einstecken, einschräg drehen und den Vorgang von eben wiederholen. Wir werden auch diesen Boden jetzt aufpumpen. So, er geht nicht mehr rein. Wir haben hier, ja, geht vorne hoch, das muss er auch, deswegen hat er hier kleine Falte. Wir machen das Ventil wieder lose. Auch hier machen wir das Sicherheitsventil wieder rein. Na, das üben wir noch ein bisschen. Zack. Jetzt werden wir die Sitzplatten und die Stabilisatoren hier reinbringen. Danach werden wir den Sitz aufpumpen. Hier haben wir Führung. Ja, links und rechts. Hier machen wir das ein bisschen rein. So. Auf der anderen Seite natürlich auch. So. Ein bisschen fummelig. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Nur, das war schon mal eine gute Aktion. Dann kriegt er gleich ein bisschen Stabilität hier vorne. Jo, hält doch. Jetzt werden wir wieder ans Pumpen gehen und den Sitz aufbauen. Hier werden wir wie verfahren, wie mit den drei Teilen, die wir hier schon aufgepumpt haben. Wir nehmen den Blasebalg in das Ventil rein und werden pumpen. Wir werden schon mal die Jacke ein bisschen öffnen. Man kommt ins Schwitzen. Willst du oder soll ich? Ja, komm her. Mach rein da, ich pump jetzt. Gut. Wir wieder hier rein. Zack. Der wird nicht ganz so stramm aufgepumpt. Wir haben jetzt den Sitz aufgepumpt. Auch hier werden wir wieder den Stöpsel herausnehmen mit einer Linksdrehung und mit einer Rechtsdrehung das Sicherheitsventil einschrauben. Daniel, bitte. Ja. Oh. Ohne Gras, wenn es geht. Wir sind hier in der Natur. Nehmen wir. Da wir natürlich nicht auf das Ventil, auf dem Ventil sitzen wollen, werden wir das natürlich nach unten nehmen und werden jetzt den Sitz in das Boot hereinsetzen. Achtung, steht wieder alles. Cognac. So. Wir werden das jetzt hier ein bisschen passend machen. Das Ventil in die Mitte setzen. Hier vorne haben wir einen D-Ring. In den D-Ring machen wir jetzt den Sitz hier einmal fest.
zack. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Wir gehen einmal um das Boot herum. Könnt ihr das besser sehen? Zack. Hier werden wir das in Position bringen. Zack. Hier hinten haben wir nochmal zur Stabilisation. Noch einmal das gleiche. Zack. Hier auch. Zack. So, haben wir hier. Stamm machen wieder. So. Jo. Einigermaßen bequem sieht das aus. Jetzt wollen wir noch den Antrieb. Wir wollen ja nicht mit den Händen paddeln, sondern der Hersteller hat uns auch ein steckbares Paddel mitgeliefert. Drei Teile werden wir jetzt ineinander stecken. Und mal gucken, wie wir uns anstellen. Ob wir das auf Anhieb richtig machen. Einmal den Knopf reindrücken. Rüberschieben. Ja. Klack. Das sieht gut aus. Andere Seite werden wir ähnlich verfahren. Hier haben wir schon mal mehrere Löcher, um das so. Sehr schön. Wir haben die ein bisschen versetzt gemacht hier. Ich hoffe, dass das richtig ist. Wenn nicht, kann man das also wieder in die gleiche Position bringen, wenn man da besser mit zurechtkommt. Wir werden das erstmal so probieren, in gleicher Position und hoffen, dass wir das richtig gemacht haben. Das ist das erste Mal, dass ich also in so einem Boot reinsteigen werde und paddeln werde. Wir werden jetzt das da drüben in die Halterung klicken. Zack, schon ist das Boot einsatzbereit. Wir haben aber noch ein kleines Zusatzteil uns besorgt. Sicherheit geht hier auch vor. Wir haben hier einen Sicherheitsgurt, falls wir das Paddel mal in der Aufregung des Drills verlieren sollten, weil wir es nicht richtig eingeklickt haben, werden wir das nochmal auseinandernehmen und diese Sicherung hier einbauen. Nehmen wir das mal auseinander, schieben das hier rüber, schieben das wieder zusammen. Werden das hier, wir haben ja die Ringe hier dran, als Halterung hier anbauen. In der Hoffnung, dass das so richtig ist. Wir sehen das nachher im Wasser, ob wir das richtig zusammengebaut haben. Für die Stabilisation des Bootes, damit er gerade ausläuft, hat der Hersteller sich noch ein kleines Feature ausgedacht. Wir haben hier eine Finne mitgeliefert bekommen, die wir hier unten liegen haben. Die wollen wir euch natürlich selbstverständlich nicht verschweigen. Wir werden die jetzt nochmal unterbauen. Danach haben wir uns noch ein kleines Hilfsmittel mitgebracht, falls wir das Boot alleine über einen größeren Anführungsstrich Parcours fahren müssen, haben wir einen Kanuwagen mitgebracht. Das ist schon ein gebrauchter von uns, den wir für unseren Zittern Top Kajaks benutzen. Aber jetzt werden wir erstmal die Finne aufbauen. Dazu werden wir das Boot einfach ankippen. Mal schauen, wo das rein muss hier. Dazu werden wir das Boot hier stabilisieren. Wir haben ja hier eine schöne Bank. So, wir schauen einmal nach, wie es hier rankommt. So rum würde das also nicht funktionieren, weil hier haben wir eine Nut, eine Sicherheitsnut. Das kann eigentlich nur so rein. Wir werden das hier reinschieben. Ja. Das geht Gott sei Dank ein bisschen schwer, damit das nicht rausläuft. Wieder richtig hin, ja. Wir haben einen sogenannten Sicherheitsstift. Haben wir natürlich von der verkehrten Seite aufgebaut. Klack! Und schon ist das Ding sicher drin. Wir haben hier hinten zwei Rutenhalter. Für zwei Ruten, die wir jetzt hier hinten reinstellen werden. Wir haben hier schon mal zwei Ruten. Zack, gut. Andere Seite machen wir das ähnlich. Zack, und schon Boot einsatzbereit. Noch eins, ich würde euch bitten, nie ohne Rettungsweste so ein Boot zu benutzen. Das ist Sicherheit pur. Wir haben hier einen Haufen Geld für ausgegeben. Die paar Euro sollten wir für eine Rettungsweste auch investieren. Ging eigentlich viel einfacher, als ich erhofft habe. Ich hätte das mal vorher im Laden aufbauen sollen. Aber ich wollte euch das realistisch zeigen, auspacken, aufbauen, so wie der Angler das normalerweise bekommt. Und ich glaube, es ist uns einigermaßen gelungen. Jetzt ist die Jungfernfahrt fällig. Wir werden natürlich nicht jetzt nochmal die Flasche Shampoos nehmen und die an dem Boot kaputt hauen. Schade um diesen schönen Shampoos, sondern ab ins Wasser.
Daniel ist einsatzbereit für die Jungfernfahrt. Er wird jetzt das Boot zum ersten Mal testen. Wir wollen mal gucken, wie einfach das Boot zu fahren ist. Das ist die erste Fahrt, die er hier mit dem Boot macht. Er hat noch nie Kanu gefahren. Wir wollen mal schauen, wie er sich schlägt. Daniel, Action! Ja, Action. Ja. Geht doch. Wie stabil ist das Boot? Mach mal ein bisschen links und rechts. So stabil ist es. Oh. Ihr seht, man kann sogar stehen da drin. Man könnte rein, theoretisch. Ja, kippstabil ist auch. Okay, sehr gut. Alle Achtung! Es ist okay. Alle Achtung! Also der Hersteller, das was er beschrieben hat, haben wir hier selbst getestet, funktioniert. Hört sich sehr gut. So, kann man weiterempfehlen. Sehr gut. Also für mich war das schon mal hervorragend. Es war eine gelungene Aktion. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei dem nächsten Tutorial. Ihr werdet sehen, was wir machen.